Hallo Leute und willkommen zurück zu... Yeah! Okay, wir haben 76%. Ich habe ein klein bisschen Offstream gemacht, worauf ich eigentlich noch nicht mal stolz bin, ganz ehrlich gesagt. The Factory. So, darauf kann ich noch ein bisschen stolz sein. So, wir haben hier ein Level mehr, genau, ein Pflaster mehr. Und dann, ja, eine ganz kleine Änderung, die ich gemacht habe. Ich gehe einfach mal in ein Level rein. Das hier zum Beispiel, so. The Kid, yeah! Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin nicht stolz darauf, dass ich jetzt The Kid habe. Denn ich habe nach einem Trainer gesucht. Leute, die sich auskennen werden, wissen, was ein Trainer ist. Deswegen, weil das vielleicht nicht alle wissen, erkläre ich das mal eben. Ein Trainer ist so was, was ein Spiel sozusagen cheatet. Und es gibt einen Trainer, der den Schaden von Objekten ausschaltet. Das heißt, man kann ganz stumpf einfach durch die Warpzone springen, ohne zu sterben. Das habe ich getan. Wie gesagt, da bin ich nicht stolz drauf, aber ich wollte diesen Charakter haben. Und ja, jetzt haben wir den und schlagt mich, wenn ihr wollt. Aber wir haben jetzt Kid. So, und mit Kid ist die Sache in der Welt 5 relativ angenehm. Also manche Level sind immer noch extrem bescheuert. Aber ich denke, wir sollten es jetzt langsam mal zum Abschluss bringen können mit den 80%. Denn Kid ist schon gut. Man kann nichts anderes behaupten. Und deswegen habe ich jetzt schon zum zweiten Mal in diesen Stachel gesprungen. Wow, ich habe in den Stachel gesprungen. Da sind zwei Fehler in dem Satz. Habe ich so das Gefühl. Und irgendwie laggt es. Das ist mir schon bei der Begrüßung aufgefallen. Naja, egal. So. Okay. Irgendwie bin ich gerade noch nicht so ganz auf der Höhe. Ihr müsst wissen, es ist, wartet, 10 vor 8 morgens. Ich bin vor 20 Minuten oder so aufgewacht, keine Ahnung. Vielleicht auch erst vor 10. Ich zähle das nicht. Na, auf jeden Fall habe ich meinen Computer angemacht und habe mir gedacht, hey, Meat Boy. Und jetzt, hey, Meat Boy. Ne? Egal. Ich weiß, es ist eine unglaublich tolle Erfolgsstory. Eine bessere Erfolgsstory wäre es vielleicht, wenn ich mal hier das Level schaffe. Aber... Na... Mann. Es ist jetzt auch so ein ganz anderes Timing eigentlich, als mit Meat Boy. Diese Fälle. Ja, Fälle. Keine Ahnung. Dieses Fallen. So, weil auch wenn Kid recht schnell ist, er ist doch irgendwo träger als Meat Boy. So, der war nicht schlecht. So, so. So, das muss ich mir jetzt überlegen. Das macht man in der Warpzone mal eigentlich ständig, aber naja. Ich habe sie ja im Prinzip geskippt. Worauf ich übrigens immer noch nicht stolz bin. Aber egal. Lassen wir das. So. Hep. 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 Kann man mit Kid eigentlich diese Stelle schieben? Vielleicht. Ach komm, ich lass es. Aber eigentlich habe ich schon gerade gar keine Lust mehr, dieses Level zu spielen. Aber jetzt habe ich es einmal angefangen, jetzt ist auch wieder scheiße. Und es laggt. Verdammte Kacke.
So. Jetzt laggt's nicht mehr. Warum auch immer. So. Hep. So. Ach. Selbst mit Kit habe ich immer noch diese Ungeduld. Das ist schrecklich, aber egal. Also das. Das kann ich aber durchaus noch versuchen. Ich kann mit Kit da nämlich jetzt relativ gut oder auch schlecht durchspringen. So. So. Durch den ersten komme ich gut durch mit Kit. Na, das geht besser. Aber es geht auf jeden Fall. Hallo. So. Boah, ich muss gerade erstmal meine Augen so ein bisschen offen halten. Das war irgendwie eine total bescheuerte Idee, jetzt aufzunehmen. Aber okay. Ich meine, ist die Musik episch. Hauptsache epische Musik zum Frühstück. Naja, ist ja noch nicht mal Frühstück. So, Schlüssel. Jetzt muss ich hier nur wieder zurück, ist der Scheiß. Na. Ah. Okay, dieses Level auch nicht. Alabaster. Ich mache jetzt im Prinzip das gleiche, was ich schon vor 4 Folgen auch gemacht habe. Ich überspringe immer wieder so ein Level. Aber das, bin ich mir ziemlich sicher, ist mit Kit relativ leicht zu lösen. So. Kann man nämlich hier so einen Ausgleichssprung machen und kann hier an den Schlüssel. Na, dumm. Da muss ich mir noch ein bisschen was über... Na, der zweite Sprung hätte nicht sein müssen. So, hep, hep, nein. Und was soll das gerade? Das soll nicht laggen. Hallo, mein Computer spielt Battlefield Bad Company auf vollster Detailstufe und ich spiele hier gerade nur Super Meat Boy auf 720p. Was soll das denn? Ah! So. Habe ich Bad Company 1 oder 2 gesagt? Ich wollte 2 sagen, wenn ich es nicht getan habe. Auf jeden Fall das mit der guten Engine. Battlefield 3 habe ich noch nicht ausprobiert, aber da habe ich auch keine großen Bedenken. Skyrim klappt auch soweit, aber ich will hier gar nicht rumprahlen. So, hep, hep, hep. Ah. Das war eine ganz beschissene Idee, jetzt aufzunehmen. Ganz ehrlich. Ah, egal. So, der war schön. So. Gab's jetzt nicht irgendeinen Haken? Ja, es gab einen Haken. Ah, Pflaster, schön. Ja. Nein, wo? Wie man steht. Ja. Danke. Schön. Ah. Oh. Danke, Kit. Du bist so irgendwas gut. Das erfreut mich. So. Der Scheiß ist immer noch scheiße mit Kit. Den lasse ich nach wie vor sein. Downer. Warte mal bei Downer. War das der Aufzug? Ja, es war der Aufzug. Naja. Ich versuche ihn wenigstens mal. Jetzt habe ich schon keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Echt, oh. Nee. Ich bin viel zu schnell angekotzt, ich weiß. Swine. Vor allen Dingen habe ich schon wieder alles vergessen, was das für dumme Level waren. Ach so. Ja, die sind im Prinzip alle doof. Deswegen habe ich die auch alle übersprungen. Macht Sinn, oder? So, hep, nein. Aber wenn ich mich da so runterfallen lasse und dann erst einen Sprung mache, dann kriege ich den ersten schon mal tot. Das ist praktisch. Na.
Ja, dann sollte ich das auch tun. So in etwa. Vielleicht kann ich das wiederholen. Nee, schade. So. Ah! Das Problem ist, wenn das zu viele da unten werden, kann ich kaum noch auf den Boden zurück. Ich muss dann in der Luft irgendwie so lange den Raketen ausweichen, bis sich mal eine Nische bildet. Und das ist kacke. Hast du den einen nicht gerade getroffen, Kanonentor? Naja, jetzt hast du ihn getroffen. So. Toll. So. Ah, jetzt trifft mich dieser dumme Turm. Eigentlich ist es ja gar kein Turm. Es ist nur ein großes Rohr. Keine Ahnung. Es hört sich jetzt dumm an, aber egal. Kanonenrohr, ja. Es ist definitiv ein Kanonenrohr. Jetzt schieß auch mal ein paar von den scheiß Dingern ab und nicht mich. Das ist eigentlich mein einziges Ziel in diesem Level, dass die Kanonen mal auf diese Teile feuern, aber irgendwie haut das nicht ganz hin. Weil ich weiß, wenn ich am Ende viel zu viele von den Dingern habe, komme ich nie wieder zurück. So. Und wow, nein, schade. So. Jetzt habe ich nur noch zwei, jetzt kommt wieder ein dritter, aber ich bin zumindest schon mal hier. So, ein Fortschritt. Okay. Nein! Ah! Wäre ich über die drüber gewesen, wäre meine Bahn frei gewesen. Hätte ich nur noch da oben... Ja, da wäre ich da oben an denen gestorben, das versichere ich euch. Aber die Bahn wäre erstmal frei gewesen. Ja? Nein? Ah! Das Problem ist, ich kann auch nicht jedes Level wieder wahllos überspringen. Ich muss irgendwie an die Prozente kommen. Ob ich es will oder nicht. Ich habe gesagt, ich mache 80%, deswegen mache ich auch 80%. So, das war gut. Das war auch nicht schlecht. So, jetzt ihr beiden Nasen. Nein, springt doch nicht. Oh, warum springen die denn auf einmal? Na gut, die machen eigentlich das nach, was ich auch mache, größtenteils. Aber wie soll ich dann vorbeikommen? Ich soll die wahrscheinlich erst da rausloggen, ne? Loggen, genau. Wir machen jetzt mal einen kleinen Vlog und dann kommen die da raus, genau. So. So. Warum sterben die manchmal nicht? Das irritiert mich so ein bisschen. Und haben wir in dieser Folge schon mehr als ein Level geschafft? Ich glaube fast nein. Deswegen, ist schon wieder irgendwie scheiße, würde ich sagen, aber egal. So. Sowas ist auch blöd, wenn die mir dann den Eingang da versperren. Man will echt so wenig wie möglich übrig haben, aber das ist größtenteils Glückssache. Das ist ja das bescheuerte Prinzip an dem Level eigentlich. Was ich nicht besonders gut heißen kann. Ah! Mann, oh Gott. Was? Was? Mann, oh Gott. Ach, egal. Einfach nicht drüber nachdenken, was du redest. Das ist übrigens die beste Methode, Let's Plays zu machen. Nicht drüber nachdenken, was du gerade sagst. So. So, hepp. Aber Mann, oh Gott. Das gibt mir echt ein bisschen zu bedenken. Ja, jetzt habe ich die wieder hier. Ach. Aber ich will das Level jetzt irgendwie schaffen.
Weiß auch nicht. Ach. So. 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 App. Nano. Ich weiß nicht, was mich an dem Level ankotzt. Entweder die Kanonen. Nee, warum sag ich mal Kanonen? Die Raketen? Oder die Fleischdinger da unten? Ich glaube, es ist beides. Schwieriges Rätsel, ich habe es gelöst. Aber hey, jetzt habe ich schon zwei getötet. Das ist schon das nett. Das war scheiß knapp. Habe ich zwei getötet gehabt? Ich bin gar nicht sicher jetzt. Einfach mal irgendwas sagen und dann gucken, ob es stimmt. Gut. Nein! 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 Dann springt er nicht. Beziehungsweise ich springe nicht. Nein. Das war gut. Das war gerade sehr gut. Und dann springt er nicht. Man glaubt es kaum. Oh Gott, oh Gott. Was mache ich? So, okay. Das war... Ich weiß nicht, ich glaube, das war nicht vorteilhaft, jetzt zu verteilen wieder. Deswegen renne ich auch einfach mal in einen rein. So. So. Wow, 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 wow. Ja, okay. Und treff doch wenigstens einen, du hässlicher Turm. Ja. Kit hat den Vorteil, dass er halt den Doppelsprung kann. Man kann sich an so Wänden runterfallen lassen. Einer. Nein! Das kann doch nicht sein hier. Ah. Mann. Aber dieses Level hat es mir gerade echt angetan. Ich möchte es jetzt schaffen. Koste es, was es wolle. Auch wenn es im Prinzip nicht die Welt bringt im Gesamtfortschritt. Wir sind wahrscheinlich nach der Folge bei 77%. Oder immer noch bei 76%. Das kann natürlich auch gut sein. Komm mal her. Oh Gott, das war schon wieder bescheuert wie sonst was. Ich sollte einfach versuchen, da in dem Gang über die drüber zu springen. Scheiß auf rausloggen. Locken. Mein Gott. Das K ist ja auch so ein schwerer Buchstabe. So. So. Okay. Zwei getötet. Bin ich zufrieden mit. Na. Ah. Ja, ja, das Gras. Ich sage jetzt einfach gar nichts. Hilft auch nicht. So, okay. Da bietet sich doch tatsächlich mal wieder... Ach, ich halte einfach die Klappe. Ah, okay. Okay. Ja! Danke! Oh, wow, finally doch noch. Bei wie viel sind wir denn jetzt? 77%. Ich gucke mir noch das nächste Level an. Die Folge ist jetzt sowieso schon lang, deswegen, ne? So, ja, genau. B ist immer der Knopf der Wahl bei diesem Spiel, habe ich das Gefühl. The Rapture. So. Naja, es sieht nicht mehr ganz so lückenlos aus. Lückenvoll aus hier. Kinker. Was war Kinker denn? Erinnert mich irgendwer an Conker. Conker ist ein geiles Spiel. Ach so. Okay, das ist mit K
Kit echt nicht schwierig. Mit Okmo war es eigentlich auch nicht schwierig. Das mache ich jetzt nochmal eben und sterbe direkt. Ja, ja, dass ich jetzt eben gesagt habe, wird mein Tod sein. Ich weiß das schon. Na. So. Jetzt muss ich erstmal wieder diesen einen Sprung da perfektionieren, aber ansonsten passt das. Na. So. So. Hep. Aber Kit ist in der Luft etwas unkontrollierter als Okmo. Okmo macht sehr lahme Bewegungen, was dem Ganzen doch irgendwie eine Kontrolle gibt. Das ist so der kleine Vorteil an Okmo, aber ansonsten ist er wenig zu gebrauchen, finde ich. Man kann viel damit austricksen, aber richtig guter Charakter ist es nicht. Kit ist gut. und ich möchte jetzt gerne mal an diesen Schlüssel kommen. Verdammte Kacke. Boah, warum? So, hep, hep, hep. Einfach hier an die Wand. Und so, genau. So wie wir es letztes Mal auch gemacht haben. Nur mit Kit halt. Wow. Warum springe ich da nochmal? Das war jetzt scheiß knapp, aber gut. Nein! Nicht um die Ecke gekommen. Na? So. So. Warum klappt das besser, wenn ich da die Wand benutze, statt einfach abzuspringen? Das verstehe ich nicht ganz, aber egal, es gibt ja so manche Mysterien in der Videospielwelt. Bandage Girl, hätte ich beinahe gesagt. Egal. Aber ich würde dann sagen, das reicht für heute. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und werde ich jetzt frühstücken? Ne, ist noch zu früh. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach noch eine Folge aufnehmen, weil es mir gerade so unglaublich gut geht. Bis dahin und ciao.